Los. So, hallo, ich bin heute mit der Stella, ihrem Mann, da, der mir den lieben Mo vorstellt. Der Mo ist natürlich sehr schwer zu vermitteln, weil er so riesengroß ist und dementsprechend auch ein großes Grundstück, also einen Hof brauchen würde. Er rennt wahnsinnig gern, also ihm genügt es nicht nur, wenn man sagt, man geht einmal am Tag mit ihm am Berg. Er braucht wirklich einen großen, ein großes Grundstück. Er wurde gefunden wirklich in the middle of nowhere, also wirklich dort, wo nichts herum ist, keine Besiedelung, nichts, einfach im Nowhere, völlig allein. Er ist jetzt unter einem Jahr alt, ein liebenswerter, freundlicher Kerl. Man sieht, er ist ein Tornjagdmischling, hat aber eine etwas breitere Brust, also dürft ein what else is inside, you think, a Tornjagd? Mid-Asian oder so. Also es dürfte ein Mischling sein, ein menschenfreundlicher, aber halt nicht für die Stadt geeignet. Keinesfalls für die Stadt geeignet. So, this is male dog and this is the small one. He's a male and he doesn't... Genau, er ist freundlich auch zu dem kleineren da. Also ganz ein lieber, ja, nur halt wahnsinnig, wahnsinnig groß. Ein Mischling, kein einrassiger Tornjag, also ein Hütehund. Und man sollte sich schon mit dieser Rasse auskennen, denn die sind ja dazu gemacht, alleine quasi die Schafe zu beschützen, ohne den Hirten, also statt des Hirten. Aber da er kein reinrassiger ist, ist er, hat die Stella gemeint, sehr mild, hat ein sehr mildes Wesen. Das ist der Mo, circa ein Jahr alt. Bitte bewerbt euch, wenn ihr einen großen Garten oder ein Feld oder so habt, meldet euch bitte. Er darf jetzt gleich laufen, dann sehen wir ihn auch noch, wie er läuft. Maybe we can show how he's running. Wunderschön. Einfach weggefordert irgendwo, oder muss ich aufhören? Ich glaube weg. Also auf? Nein, einfach Finger weg.